Hallihallo, Hallöchen, hier ist eure Gloria und ich möchte heute mit euch zusammen, hatte ich ja schon in einem Haul erzählt, mit euch Brush and Curl ausprobieren. Ob da wunderschöne Locken dabei rauskommen, ich bin gespannt darauf, ob das funktioniert. Wenn euch das ebenfalls interessiert, so wie mich, dann bleibt dran, es geht los. Gut, als erstes, bevor wir das ausprobieren, müssen wir einen Hitzeschutz auftragen. Bin ich zumindest der Ansicht, denn da wir ja jetzt mit Föhn arbeiten, müssen wir ja auch ein bisschen die Haare schützen, ne? Ich benutze übrigens den Hitzeschutz von Taff Schwarzkopf. Also ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ist für 220 Grad. So. Dann das Ganze noch mal schön einkämmen. Also meine Haare sind jetzt frisch gewaschen und nochmal nachgefärbt, wie man sieht. Denn mir hat das nicht so ganz gefallen. Es ist zwar immer noch nicht so, wie ich es eigentlich wollte, aber ich bin zufrieden. Gut, dann packen wir das Ding nochmal aus. So. Hier hängt, wieso hängt? So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Beschreibung an. Da haben wir hier Bilder. Also, zuerst sich eine Strähne raussuchen. Und die da drauf rollen. Und dann dabei föhnen. Abstecken, drinnen lassen, auskühlen lassen. Prinzip eigentlich relativ einfach. So, jetzt müssen wir das hier reinstecken. Klick, das ging schon mal einfach. Und wir suchen uns eine Strähne. Wir haben 6 Stück, das heißt 3 für jede Seite. So, würde ich mal sagen. Und ich würde mal sagen, so hier. So, und dann soll ich das dabei fühlen. Steht da drauf. Also, Achtung, es wird laut. Ob ich da eigentlich auch Haarspray noch drauf machen soll? Habt ihr eine Idee? Ich tue mal ein bisschen Haarspray drauf machen. Ein bisschen zumindest. So. Und dann abstecken und hängen lassen. Okay, dann suchen wir uns die nächste Strähne raus. So.
So, jetzt haben wir die ganzen Dinge da drin. Ich werde jetzt nochmal über alle drüber füllen. Nach der Anleitung soll ich die jetzt auskühlen lassen und dann kann ich sie wieder rausholen. Hier steht, für ein optimales Ergebnis das Haar ca. 5 bis 7 Minuten abkühlen lassen. Wickler ausdrehen und wie gewünscht stylen. Hier steht auch, dass es mit allen Stylingprodukten anwendbar ist und man es ins trockene und ins feuchte Haar einbringen kann. Ja, ich werde jetzt, wie gesagt, ein paar Minuten warten und dann sehen wir uns gleich wieder und dann holen wir sie raus. Ihr könnt mich ja nochmal sehen, ob ich überhaupt alles erwischt habe. Also so sieht das jetzt bis jetzt aus. Also es ging relativ schnell, muss ich sagen, fand ich. Wenn es also was bringt, dann könnte man das definitiv öfters wiederholen. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Ich bin das letzte Mal ein wenig gestört wurde. Also habe ich gesagt, wir machen das jetzt nochmal. Ich habe es jetzt ein wenig länger einwirken lassen als nur 5 Minuten, also ungefähr Viertelstunde, halbe Stunde oder so. Und jetzt wollen wir die Dinger mal rausmachen und gucken, was dabei rauskommt. Na? So, die erste haben wir draußen. Also raus gehen sie relativ gut. Besser als die, die ich schon mal hatte. Also wenn du einen normalen Lockenwickler nimmst und du hast solche Haken, ist das echt unangenehm. Was jetzt hier zum Beispiel, hier zieht nämlich ein bisschen. Also, naja, nicht wirklich, wa? Schauen wir uns das mal an. Also ich würde mal sagen, nö, daraus sind keine Locken. Definitiv nein. Hier vorne die zwei sind ja ganz okay, also da ist wenigstens ein bisschen was da, ne? Was gewellt ist, aber hinten überhaupt nicht. Also würde ich mal sagen, man könnte es vermutlich mal ausprobieren mit nassen Haaren und das dann länger einwirken lassen und länger trocknen lassen, eventuell auch noch ein bisschen Haarspray reinmühren. Ich habe jetzt bloß Hitzeschutz verwendet. Aber selbst wenn man nur Hitzeschutz verwendet, sollte eigentlich ein bisschen was davon vorhanden sein. Ist es nicht. Also ich kann es ja nochmal ausprobieren mit nassen Haaren. Könnt ihr mal was dazu sagen, ob ihr das wollt, dass ich es nochmal probiere mit nassen Haaren. Jedenfalls, ich würde sagen, schlechtestes Ergebnis bis jetzt, was ich schon so alles getestet habe. Wer die Dinger vielleicht hat oder vielleicht weiß, wie man es besser machen kann, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass euch trotzdem das Video ein wenig gefallen hat. Und ihr könnt mich auch abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, wie nachdem. Bis zum nächsten Mal, eure Gloria.